Ja, hallo und herzlich willkommen zur Survivor Series 2018 Podcast Review. Am 18.11.2018 fand die Show statt im Staples Center in Los Angeles, Kalifornien, mit den Kommentatoren Brian Sexton, Corey Graves, Renee Young, Michael Cole und Tom Phillips, die sich immer jeweils abgewechselt haben bei den jeweiligen Matches. Und am vorigen Tag lief NXT TakeOver, was eine sehr, sehr gute Show war. Und ob die Survivor Series auch so gut war wie TakeOver, das bespreche ich gemeinsam mit dem Micha. Guten Abend. Ja, die Survivor Series, so kurz als Fazit. Was hattest du für Erwartungen und haben sie sich so grob erfüllt? Ja, ich hatte so gut wie keine Erwartungen. Beziehungsweise, ich dachte mir, wird eine solide Show. Und meine Erwartungen wurden übertroffen. Ja, ich habe eigentlich so gedacht, das könnte ein Desaster werden, beziehungsweise eine schwächere Show. Von der Erwartung her wurde ich auch ein bisschen erfüllt. Wie gesagt, ich habe ja eine Live-Review gemacht am Montagmorgen und habe jetzt auch mal ein bisschen über die ganzen Sachen nachgedacht. Und ja, gehen wir einfach Richtung zur Show. Beziehungsweise hast du die Kickoff-Show gesehen? Nein. Dann mache ich es ganz schnell. Und zwar gab es das Traditional Survivor Series Tag Team Elimination Match mit den Tag Teams Team SmackDown gegen Team Raw. Und das hat Team SmackDown letztendlich gewonnen mit den Soul Survivor, die Usos, die letztendlich The Revival gepinnt haben. Am Ende. Ja. Nach 23 Minuten hatten wir so ungefähr getippt und eigentlich 1-0 für SmackDown. Tonung liegt auf eigentlich. Genau, da würde ich mal sagen, starten wir nun mit der Main Show und zwar das Traditional Survivor Series Women Elimination Match mit Team Raw, Bayley, Mickie James, Nia Jax, Sasha Banks und Tamina Snuka gegen Team SmackDown, Asuka, Carmella, Naomi, Sonya Deville und der Ersatz für Charlotte Flair war Mandy Rose. Ja, hatten wir in der Preview ja schon gesagt, wer auch immer dann das Fragezeichen sein wird bei Team SmackDown, wird entscheiden, ob sie gewinnen oder verlieren. Wenn es halt irgendein Mandy Rose Charakter ist, werden sie verkacken, und wenn es halt irgendjemand Gescheites ist, dann werden sie gewinnen. Mandy Rose war es, also haben sie verloren. Es war halt mal wieder, das Match hat halt gezeigt, was halt mit der heutigen WWE einfach falsch läuft. Die Leute, die das beste Work im Match geliefert haben, Sasha Banks und Asuka, vor allen Dingen gegeneinander, die werden halt einfach nicht gepusht, die haben halt verloren, und man muss halt vom Heat profitieren, aber das ist mal wieder typisch WWE, man erkennt einfach nicht, dass Nia Jax scheiß Heat hat und nicht Heat, weil sie so ein tolle Heel ist, und deshalb hat sie natürlich das Match gewonnen, natürlich, weil Heat ist alles, was zählt heutzutage. Und ja, wie gesagt, Nia Jax, was soll, Survivor, hat vorher noch Sasha Banks weggescrewt und ja, hat dann im Finale quasi, oder hat dann am Ende gegen Asuka gewonnen. Match war eine Scheiße. Es gab ein bisschen Bullshit drin. Hier Carmella mit dem Dance Break war sehr wacky und sehr shitty. Naomi, die nach gefühlt 6 Sekunden rausfliegt, das war scheiße. So von wegen, ja, der Team-Captain ist raus. Und es hat keinen interessiert. Und ja, also es war so ein es war okay. Also ich habe mich jetzt, ich weiß nicht, angepisst, als ich das Match gesehen habe, weil es irgendwie so schlecht war, sondern es war halt einfach da, gesehen und vergessen. Und ja, ich werde mich morgen schon nicht mehr an dieses Match erinnern können, dass es überhaupt stattgefunden hat. Wird auch keinen interessieren, dass dieses Match stattfand. Ja. Kann man so sagen. Auf jeden Fall, ja, also nochmal zur Vervollständigung. Tamina hat Naomi eliminiert, Carmella hat dann später Tamina eliminiert, Mandy Rose hat Mickie James eliminiert, die damit ihre erste Niederlage des Services kassiert hat, Bayley eliminierte Carmella, Sasha Banks eliminierte Mandy Rose, Bayley und Sonya Deville wurden ausgezählt, Asuka eliminiert Sasha Banks und Nia Jax eliminierte am Ende Asuka, und damit war Nia Jax Soul Survivorin. Und wie gesagt, falsches Zeichen, was man hier gesetzt hat. Diejenige, die öfters Aktionen zeigt, wo man merkt, die verletzt Leute, gewinnt dieses Match, obwohl sie Heat hatte, war einfach Scheiß-Heat, weil sie halt ja, eine gewisse Sache gemacht hat, ne, und letztendlich wird sie dafür belohnt. So einfach ist es, und ja, Heat profitieren, wie gesagt. WWE hat es nicht ganz verstanden, was sie da machen sollen, und haben da einfach nur Scheiße gemacht. Match war nicht so gut, also ich fand es ehrlich gesagt nicht so
prickelnd, dieser Opener. Und ja, Team Raw hat gewonnen, erwartungsgemäß. Und damit 1 zu 0 für Raw. Gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar gab es das Raw vs. SmackDown Champion vs. Champion Match zwischen dem Intercontinental Champion Seth Rollins von Raw gegen United States Champion von SmackDown Shinsuke Nakamura. Ja, aber wahrscheinlich so mit einem der AJ-Matches somit das Beste, was Nakamura bisher im Main-Roster gezeigt hat. Es ging sehr langsam los, das Match ist von Minute zu Minute quasi besser geworden. Langsames Abtasten am Anfang, ein paar bisschen, wo sie sich gegenseitig so ein bisschen verarscht haben, gegenseitig ihre Taunts gemacht haben. Und dann gab es halt ein paar coole Sequenzen, ein paar ungewohnte Moves, wie Seth Rollins, der so einen. Ja, so ein Guillotine-Leg-Drop zeigt. Und ja, dann am Ende gibt es halt so eine kleine Knee-Strike-Auseinandersetzung, sag ich mal. Jeder will seinen Knee-Strike durchbringen. Und am Ende gibt es dann halt den Curbstone von Rollins zum Sieg. Vorher sind beide auch schon aus ihren, ja, Signatures ausgekickt. Der Nakamura ist aus dem Ripcord Knee ausgekickt und Rollins ist aus dem Kinshasa gegen den Rücken ausgekickt. Und ja, war ein sehr gutes Match. Ja, war ein gutes Match. Hat mir auch gefallen. War eines der besseren Matches des Survivor Series. Und ja, ich fand persönlich, es ist jetzt so mein Ersteindruck, das hatte ich auch nach dem Match gehabt, der wäre vielleicht mehr drin gewesen von der Qualität her. Aber ich war auch soweit auch zufrieden. Wie du schon gesagt hast, war wahrscheinlich eines der besten Nakamura-Matches im Main-Roster mit AJ zusammen. Und ich finde, haben ein gutes Match gewirkt. Und ja, Rollins letztendlich als Sieger. Ambrose ist nicht eingegriffen, was wir vielleicht vermutet haben. Ambrose hat sich komplett daraus gehalten aus dem Pay-Per-View. Fand ich es auch nicht so schlimm. Wie gesagt, war gut, war schöne Aktion dabei. Wie gesagt, diese Mindgames fanden ganz cool. Die Knee-Strikes waren natürlich am Ende auch ganz gut. Kleiner Spannungsaufbau hat man natürlich erzeugt mit den Kickouts. Und natürlich dachte man so, okay, wird jetzt Raw gewinnen, wird jetzt SmackDown gewinnen. Gleich Raw, also gleich SmackDown aus oder geht Raw weiter in die Führung und letztendlich hat Raw gewonnen und führt laut Angaben der WWE 2 zu 0. Raw Tag Team Champions gegen SmackDown Tag Team Champions, AOP gegen The Bar. Ja, das war so das Einzige, was an dem Abend was scheiße war. Es hat angefangen mit fucking Enzo Amore in der Crowd, der da irgendeinen Rotz gemacht hat und irgendeine Promo gehalten hat und dann vor dem weiblichen Security Guard getackelt wurde, der auch schon Gronkowski bei WrestleMania nicht reinlassen wollte. Und die hatten dann halt ein Match, was okay war, was aber nicht weiter irgendwie bemerkenswert war, weil die Crowd hat sich da null für interessiert. Die hat nur noch Enzo geguckt. Und dann gab es natürlich ein absolutes Gottfinish, wo dann Big Show Drake Maverick gejagt hat und sich der GM von 205 Live dann live bepisst hat. Aber es ging noch besser, denn Cesaro und Sheamus, die Übergeeks, die haben das natürlich total abgefeiert. So sehr, dass sie dann halt im Ring abgefertigt wurden von den AOP und verloren haben. Fantastisch. War Schrott. Ja, war scheiße. Also, ja, ich habe auch erstmal, also erstmal, als ich das gesehen habe, dachte ich so, ich habe da gar nicht mitbekommen, dass Enzo überhaupt da war. Ich habe erstmal geguckt, ganz normal, und dann gab es auf einmal diese lauten Geräusche. Und ich dachte so, was geht denn jetzt in der Crowd ab? Und da habe ich gedacht, oh, ist jetzt wieder irgendwie ein Beachball oder so im Umlauf oder so. Und da habe ich einfach nur mal auf Twitter nachgefragt, was los war. Und dann so, Enzo Amore. Ich dachte so, wollt ihr mich verarschen? Was für ein Enzo, was macht Enzo da? Und da haben mir ja ein paar Leute auch Bilder geschickt und da habe ich gedacht, oh Gott, was macht er? Ich musste zwar ein bisschen schmunzeln irgendwoher, Also weil. ich würde es nicht schmunzeln, wenn ich Enzo Amore sehe Ich oder höre. weiß. Ich weiß. Ersten Ausblick habe ich gedacht, wie wird wohl Micha drauf reagieren? Schaltet er komplett ab und guckt sich schon nicht weiter? Oder denkt sich nur so, ich will mich am liebsten direkt erschießen? Auf jeden Fall, ich muss erstmal ein bisschen schmunzeln. Hab nur gedacht, smart, dass er irgendwie auch reingekommen ist. Obwohl er hat sich irgendwie versteckt ein bisschen die ganze Zeit. Er hat eine Perücke aufgehabt und hatte eine Kapuze über sich gezogen. Ja. Genau. So war das Toller Typ. ungefähr. Toller Typ. Ja. Smart.
an sich. Aber ja, darauf war ich irgendwie konzentriert, deswegen konnte ich mich irgendwie auf das Match nicht konzentrieren. Aber es war auch so, dass das Match einfach nicht so interessant war, um das wirklich jetzt aktiv zu verfolgen. Und das mit Maverick, mit der Verpissung, habe ich auch schon mich bei der Live-Review gesagt, der Typ ist General Manager von 205 Live. Wer nimmt den Typen jetzt noch ernst bei so einer Scheiße? Also, wenn stehen jetzt bald wieder in 205 Live, denke ich so, ach, das ist doch derjenige, der sich in die Hose gepisst hat. Oh Mann, ey, was ist das für ein Niveau? Also, da habe ich echt gedacht, was kommt da manchmal für eine Scheiße? Denke ich mal manchmal so, das sind Unterschiede, wenn du NXT anguckst oder wenn du das Main Roster anguckst. Da merkst du einfach, da sind Welten dazwischen. Wenn ich sowas sehe. Ja, dann gab es das Cruiserweight Title Match zwischen Buddy Murphy und Mustafa Ali, wenn wir schon zu 205 Live sind. Die hatten vor, keine Ahnung, vor ein paar Monaten schon mal so ein No-DQ-Match bei Im Tour Juli. of Live und haben sich halt gegenseitig richtig weggerotzt. Und das war genau dasselbe Match, minus den Stahltreppen-Spots, die sie halt dadurch, dass es kein No-DQ-Match war, nicht zeigen konnten. Aber ansonsten gab es relativ genau dieselben Spots, diesen Flying DDT da zwischen die Seile quasi von Ali gegen Buddy Murphy und den Spanish Fly vom Commander Tom Pool auf dem Hallenboden. Ringboden, dann ein Dive, der von Ali gekontert wurde in Murphys Bicycle Knee. Kenny Omega wäre stolz. Ja, es war sehr geil. Es gab einen Spike Reverse Rana, wo sich Buddy Murphy erstmal weggerotzt hat selber. Und ja, es ist halt komplett rausgestochen auf der Card. Es war halt komplett anders wie jedes andere Match. Es war super schnell. Es war super actiongeladen. Geile Spots, OMG-Momente und es war ein perfektes Cruiserweight-Match. Blöd halt, dass die Crowd so reingeschissen hat. Die waren halt tot für 11 Minuten. Und dann, als es dann den Spanish Fly gab, da waren sie dann etwas drin, haben dann aus Respekt mal so ein bisschen 205 Live gechantet und ja, das war es dann leider. Also, schade. Also, weiß ich nicht, dass die Crowd da immer so reinscheißen muss, weil eigentlich war das halt ein geiles Match. Mit einer geilen Crowd hätte es, ja gut, Match of the Night hätte es nett werden können, aber mit einer geilen Crowd hätte es halt noch besser sein können. Und keine Ahnung, also es ist halt ein Match, was dann dadurch auch ein bisschen untergeht, weil würde das Match jetzt bei einer, keine Ahnung, Ring of Honor Show im Main Event sein oder bei einer New Japan Show sein oder so, dann würde jeder drüber reden, oh, wie geil das Match war und Match of the Year Contender und keine Ahnung. Oder bei NXT. Genau, und hier bei der WWE Show ist es halt einfach durch die Crowd, ist es, und weil halt 205 Live auch kein gutes Standing hat und der Cruiserweight Title ist nicht prestigeträchtig ist, ist es halt ein gutes Match, weil halt keinen interessiert. Leider ja. Also, ich habe auch schon so gemerkt, dieses Feuer, was ich in dem Match hatte, wo ich auch gedacht habe, das ist eigentlich ein geiles Match. Aber ich dachte auch in so dem Match, als ich das gesehen habe, denke ich jetzt nur gerade, dass es gut ist oder raffen das die meisten nicht? Das ist so, was ich in dem Match manchmal gedacht habe. Wenn ich so überlege, wie beide sich weggehauen haben, was sie für Aktionen gezeigt haben, wie gut auch beide sind, wenn ich so, ich habe es ja schon oft gesagt, ein Buddy Murphy, der vor 3, 4 Jahren komplett relevanzlos war und was der auf sich gemacht hat, zu einem der besten Worker in der Cruiserweight Division, finde ich sogar der beste, wirklich unfassbar stark, der Typ. Und auch Mustafa Ali, der wirklich super ist. Und haben echt ein wirklich starkes 12-minütiges Match gezeigt und haben schöne Aktionen gezeigt, wie ich schon mal gesagt habe, mit dem Spanish Fly, mit dem Dive, mit weiteren Aktionen. Also war richtig, richtig geil und einer der besten Matches, oder zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall Match of the Night für mich. Aber schade, dass natürlich die Crowd da nicht ganz drin war. Das ist natürlich blöd, wäre an sich dieses Match super Werbung für 205 Live, aber leider hat die Crowd es nicht so angenommen. Weil gerade wenn ich so zum Beispiel an Matches erinnere, wie zum Beispiel jetzt bei Super Showdown, wo Buddy Murphy gegen Cedric Alexander, wo man auch da diesen Moment von Buddy Murphy kreiert hat mit dem Titelgewinn, wo man auch sieht, das ist so ein Match, worüber man auch dieses Jahr reden würde, weil das einfach ein geiles Match war, wo die Crowd drin war und letztendlich auch eins der, wenn nicht sogar der Showstar des Tages, des Abends war. Bei Super Showdown. Hier finde ich es schade, dass man hier die Crowd nicht so ganz interessiert ist, was ich auch nicht ganz verstehe, weil wie gesagt, bei jeder anderen Show, NXT, New Japan, Ring of Honor, PWG, wo auch immer, da wird das Match richtig abgefeiert. Weil sich alles geben und wirklich auch ein gutes Match gezeigt haben.
Und das haben sie getan. Buddy Murphy hat verteidigt nach dem Murphy's Law. Und ja, war gut. Hat mir gefallen. Aber leider schade, dass die Crowd das nicht angenommen hat, weil beide hätten die Anerkennung von der Crowd hoch verdient. Gut, gehen wir weiter zum Traditional Survivor Series Men's Elimination Match. Und zwar Team Raw mit Braun Strowman, Bobby Lashley, Drew McIntyre, Dolph Ziggler und Finn Bálor gegen Team SmackDown mit Jeff Hardy, Rey Mysterio, Samoa Joe, Shane McMahon und The Miz. Ein recht durchschnittliches, nicht schlecht, aber durchschnittliches Survivor Series Match. Es war halt kein Kurt Angle oder Triple H oder sowas drin, wo man jetzt irgendwie sagen könnte, okay, es war scheiße, dass die jetzt die Jüngeren besiegt haben, sondern es waren Jeff Hardy und Rey Mysterio drin, so als einzige Altstars kann man sagen, vielleicht Bobby Lashley noch, aber die haben sich ja soweit alle hingelegt. Es war also kein Problem, dass man jetzt sagen könnte, oh, der wurde geburied oder keine Ahnung was. Erstmal wurde Joe als erstes eliminiert. Das war so das Einzige, was so ein bisschen an Burial rankam. Ich habe keine Ahnung, was die Scheiße sollte. Joe war so geil. Joe wird auch, was wir in einem Monat oder so hören werden, bei mir in den Year End Awards vorkommen. Wo auch immer, kann sich ja jeder selber überlegen. Und er war einfach das ganze Jahr über gut und dann wird er halt so gefickt in so einem Scheiß-Match, wo es niemandem wehgetan hätte, wenn er jetzt Bobby Lashley eliminiert hätte, weil warum war Bobby Lashley Soul Survivor? Es hat überhaupt keinen Sinn, der hat das ganze Match nichts gemacht. Also, der hätte Ziggler wenigstens eliminieren können oder Lashley oder keine Ahnung. Ja, du kannst in The Miz, der ist so ein Heel, was immer wegrennt und so ein Coward halt. Und Feigling, den hättest du so schnell eliminieren können. Und Shane McMahon hättest du direkt rausrotzen können. Von mir aus auch ein Jeff Hardy oder so, der ist mit seiner Karriere, die ist vorbei, ja. Rey Mysterio wäre dumm gewesen, weil er erst zurückkam, aber Jeff Hardy oder so, der ist durch mit seiner Karriere. Das wird ihm auch nicht schaden. Aber Joe hat wenigstens noch einen Title Run oder so in sich und ist immer noch gut genug und starke Promo und beliebt. Es war ja, glaube ich, sogar sein Heimatstadt und was weiß ich. Und ja, also es war einfach schon mal scheiße. Dann wrestelt Shane McMahon gegen Dolph Ziggler 3 Minuten lang und Shane McMahon ist total aus der Puste. Der Zigzag aus der Luft nach Shane seinem Flying Elbow war aber geil. Dann haben sich Team Raw ein bisschen gestritten, Braun Strowman und Drew McIntyre, und das hat dann Team SmackDown ausgenutzt, haben dann ein Flying Elbow durch den Tisch gegen Braun Strowman gezeigt und dann später im Ring wollte sich Finn Bálor eintaggen gegen McIntyre und hat es dann auch, also Drew McIntyre wollte es nicht, aber Bella hat schon eingetaggt und hat dann Drew McIntyre weggetreten. Und dann hat Rey Mysterio Finn Bálor eliminiert und Drew McIntyre hat die dann weggetreten und dann gab es den Coast to Coast gegen Dolph Ziggler. Und Dolph Ziggler ist, glaube ich, der Einzige, der jemals nach einem Coast to Coast gepinnt wurde. Und ja. Dann sollte es den nächsten Coast to Coast geben gegen Bobby Lashley. Wo Shane Und McMahon am Ende war. wo Shane McMahon 3 Minuten vorher gewrestelt hatte und total außer Puste war, dann hat er den Flying Elbow gezeigt, dann hat er den nächsten Coast to Coast gezeigt und jetzt sollte noch einer kommen. Und er hat sich auch schon dieses übliche Kreuz da wieder an die Brust gezeichnet, so von wegen, ich kratze jetzt ab, und das ist dann auch passiert, weil Braun Strowman ihm eine Clothesline gegeben hat. Ja, Hardy und Braun Strowman haben sich dann ein bisschen kurz in die Haare gekriegt. Braun Strowman hat ihn dann schnell per Powerslam eliminiert. Dann kam Miz rein, der ist weggerannt von Braun Strowman. Der hat dann den Powerslam gekriegt und wurde eliminiert. Und dann war es Bobby Lashley, Braun Strowman und Drew McIntyre gegen den Best in the World, Shane McMahon, zum Schluss. Und ich habe so gehofft, dass Shane alle eliminiert. Und dann gab es einen Dropkick von Braun Strowman, den Powerslam, und Braun Strowman hat ihn eliminiert. Corbin ist steil gegangen. Hat dann Braun Strowman noch einen übergezogen und hat dann mit Lashley und Drew McIntyre gefeiert. Ja, und damit hat Raw schon die Survivor Series gewonnen. Mit 4 zu 0. Bzw. 4 zu 1. Ja, du hast es schon gut angesprochen. Es beging schon scheiße los mit Samoa Joe, der so ziemlich das Ganze hier eigentlich gut dargestellt wurde oder beziehungsweise so im Main Event Bereich war, gerade bei SmackDown mit AJ Styles. Und an sich auch so ein gutes Jahr hatte. Und dann in die Richtung, dass er von McIntyre direkt eliminiert wurde. Ich denke,
Warum macht ihr es nicht bei einem Jeff Hardy? Warum nicht bei einem The Miz? Warum nicht bei einem Shane McMahon? Jeff Hardy schadet es nicht. Ein The Miz würde es auch nicht schaden. Ein Shane McMahon schadet es sowieso nicht. Rey Mysterio würde ich jetzt nicht machen, weil, wie du schon gesagt hast, direkt zurückgekommen. Und Joe auch nicht. Und dann machen wir es direkt bei Joe, wo man auch direkt von der Crowd gemerkt hat, das ist Bullshit. Ich fand es auch Bullshit, warum es man Joe macht, ne? So also als Monster darstellen und verliert dann nach 37 Sekunden direkt wie ihr Claymore-Kick, wo ich auch denke, warum? Danach wurde es okay, gab ein paar schöne Aktionen mit Coast to Coast und so, im Elbow und so war ganz nett. Ja, immer wieder diese Teaser, aber warum auch Bobby Lashley immer noch Survivor ist, weiß ich auch nicht. Mit Drew McIntyre und Braun Strowman haben wir so ein bisschen gerechnet, dass die Soul Survivor werden. Ja, dass Shane McMahon der letzte von SmackDown war, wie letztes Jahr, muss man auch nicht verstehen, ist auch ein Zeichen für das Roster von SmackDown irgendwo, wo man sagen muss, dass SmackDown eigentlich ein gutes Roster hat. Aber man sieht es ja, wie man es ausnutzt. Und letztendlich, ja, Braun Strowman und Drew McIntyre, Bobby Lashley haben survived, Braun Strowman eliminiert 4 Leute. Und dann gab es noch die Attacke und wie gesagt. Ich muss persönlich aber sagen, hier vom Booking her hatte ich nie das Gefühl gehabt, wirklich, dass SmackDown gewinnt. Wo ich mir vielleicht gedacht, okay, jetzt nachdem Joe eliminiert wurde, war mir einfach klar, okay, SmackDown wird verlieren. Weil es einfach kein Wrestler gibt, wo man denkt, okay, der wird jetzt eine ernste Bedrohung für Team Raw und könnte die alle weghauen. Wo man jetzt bei Joe zum Beispiel das Gefühl hatte. Aber der wird ja direkt nach 37 Sekunden eliminiert. Deswegen war für mich keine Spannung, kein Drama in dem Match drin, finde ich. Und war auch kein gutes Match in dem Sinne, wo man gedacht hat, okay, jetzt können die vielleicht an so ein 3-1 rankommen. Oder halt 3-2 in dem Sinne. Sondern war einfach klar, dass es dieses 4-1 geben wird. Und war einfach relativ unspektakulär dann letztendlich am Ende. Und ja, Brock gewinnt wieder mal. Ja. Ja, wie gesagt, Drew McIntyre und Braun Strowman hat man weiterhin protected. Das war auch, denke ich, das Ziel. Bobby Lashley, warum auch immer, was man mit dem machen will, weil den braucht man eigentlich gar nicht. Aber wir wissen alle nicht, was man mit dem machen wird. Also wie gesagt, mir hat das Match nicht wirklich getaugt. Du fandest es okay. Ich fand's in Ordnung, ja. Ja. Gut. Von daher würde ich sagen, willst du was zum Match loswerden? Nee. Ja, auf jeden Fall an dem Moment war ich schon so ziemlich, wo ich dachte, den Pay-Per-View gefällt mir überhaupt nicht. So in dem Sinne. Und habe ich gedacht, vielleicht werden es ja die letzten zwei Matches noch rausreißen. Und ja, dann gab es noch eine kurze Ankündigung, dass es bei TLC ein IC-Title-Match mit Seth Rollins gegen Dean Ambrose geben wird. Wird, denke ich, ganz gut sein. Und darauf werden wir, denke ich, mal in der Preview zu TLC eingehen. Aber ich würde mal sagen, gehen wir nun zum Co-Main-Event, und zwar das Raw vs. SmackDown-Match mit der Raw Women's Championess Ronda Rousey gegen eigentlich die SmackDown Women's Championess Becky Lynch, aber da war die Vertretung Charlotte Flair. Das Match war geil. Vielleicht das intensivste und härteste Women's Match aller Zeiten. Die beiden haben sich einfach sowas von weggerotzt. Und es war nicht das sauberste Match, was ich auch schon öfters gelesen hatte, dass es nicht so flüssig war und keine Ahnung, Botches und keine Ahnung. Aber Botches gab es jetzt eigentlich nicht wirklich. Nö, eigentlich nicht Aber ich so. fand es sogar ganz gut, dass es nicht so mega flüssig war, weil es wirkte halt mehr wie ein Fight. Weil wenn es halt eine Straßenschlägerei gibt, dann sieht auch nicht alles perfekt aus, ja. Und dass dann Armdrag irgendwie mal falsch aussieht oder anders aussieht oder sie nicht perfekt fliegt, ist okay, passiert. Aber das war einfach eine geile Schlacht und die haben sich halt gegenseitig weggeknüppelt, haben Submission-Konter gebracht, die extrem geil waren und es war einfach ein sehr, sehr starkes Match. Und ja, Charlotte ist dann halt irgendwann aus welchen Gründen auch immer komplett steil gegangen und hat dann Ronda weggekendo-stickt und hat sie dann halt komplett ermordet und hat dann den Kendo-Stick auf ihr zerbrochen und hat gleichzeitig Ronda Rousey zerbrochen und ja, hat sie dann mit dem Stuhl gekillt und ist dann gegangen oder wurde eskortiert von der Security und das war geil. Ich habe keine Ahnung, warum sie angegriffen hat, aber es war geil. Und es war
Ja, es war doch. Ich fand es, glaube ich, besser wie Becky gegen Charlotte von Evolution. Aber ich glaube, für mich war es das beste Women's Match des Jahres. Und es war einfach saugeil. Also unglaublich, wie gut Ronda Rousey ist. Ich meine, wir wussten ja schon die ganze Zeit, dass es ziemlich gut ist. Hat immer wieder starke Matches gehabt, hat gut gesellt, hat gute Promos gehalten, gute Mimiken gehabt, etc. Aber das war jetzt ihr erstes richtig, richtig, also jetzt mal abgesehen vom Mixed Tag Match, aber das war ihr erstes richtig, richtig starkes Singles Match und zeigt, wie gut Charlotte ist, zeigt auch gleichzeitig, wie gut Ronda Rousey schon ist. Und ja, ähnlich wie so hier Ciampa gegen Dream war das hier. Und es war sehr, 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 sehr stark. Also ich muss sagen, als ich das Match gesehen habe, habe ich gedacht, oh, schöner Fight, gefällt mir. Dann beim DQ dachte ich erstmal so, okay, was macht man da? Beatdown war brutal. Und so habe ich es endlich mal festgehalten, ne? Also ohne so wirklich richtig zu urteilen, sondern so, ja, war ein gutes Match. Ja, Turn, warum auch immer. Und dann letztendlich dieser Brawl. Ich habe mir jetzt mal drüber nachgedacht und muss ich echt sagen, je länger ich darüber nachdenke, umso besser gefällt mir dieses Match, weil. Und ich habe mir es auch teilweise auch mir mal angeguckt, wieder mal. So grob die Highlights mal ein bisschen. Ich habe es nicht komplett rewatcht. Vielleicht mache ich das mal noch. Es war geil. Es war einfach eine Schlacht. Also, die haben sich beide so weggebrawlt. Vielleicht wirklich. Du hast gesagt, das ist eines der intensivsten Matches der Women's Division. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Ja. Eines der intensivsten würde ich sogar auch bestätigen, weil ich wüsste jetzt nicht, was jetzt intensiver war. Vielleicht das Last Woman Standing Match, aber nicht in der Brutalität, fand ich. Obwohl das Last Woman Standing Match für Women's Verhältnisse schon brutal war. Und du hast auch schon gesagt, dass es sehr relativ unsauber war und das fand ich auch, aber ich fand, das hat hier in dem Fall gepasst, weil. Wie du schon gesagt hast, ein Brawl, ein richtiger Brawl ist auch nicht sauber. Und die haben sich halt so gegeben, die haben sich so weggebrawlt und das nicht so irgendwann mal, sondern von Anfang an haben die sich weggehauen. Und das war einfach richtig, richtig geil. Ein richtig krasser Fight. Sieht man einfach auch wieder, wie gut einfach Charlotte Flair ist. Die Qualität von ihr, das hat man einfach immer wieder gesehen. Wie gesagt, Match gegen Becky war Hammer. Hier hat sie wieder gezeigt, was sie drauf hat. Und Ronda Rousey, wie gesagt, vom Selling her war sie immer stark. Das war sie die ganze Zeit. Aber ich finde, sie verbessert sich in-ring-technisch. Klar, man merkt natürlich schon, dass das so ein bisschen geprobt ist irgendwoher, weil die ja auch, weil Ronda Rousey ihre Matches ja immer üben geht mit ihren Gegnerinnen jedes Mal oder die Matches durchgeht oder probt und so weiter. Aber es spielt ja keine Rolle letztendlich, ob die jetzt die Matches vorher proben, ob die vorher üben, ob die, keine Ahnung, jedes Detail zu 100.000% 10-mal absprechen, das spielt ja gar keine Rolle, wie die das machen. Das spielt ja in dem Fall keine Rolle. Es geht ja halt darum, was letztendlich das Resultat bei dem Pay-per-view ist. Und ja, das Resultat war großartig, war ein richtig geiles Match. Und dann gab es halt diesen DQ-Finish, wo ich bis heute eigentlich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich dazu denken soll. Weil das irgendwie, das kam einfach komplett random rüber. Also irgendwie. Warum hat sie es letztendlich nicht gemacht? Also, aber wenn ich jetzt nochmal drin, wie der Beatdown war, war einfach mega, mega geil. War brutal. Also, so wie. Also, Charlotte hat einfach Ronda Rousey gekillt. Aber wirklich gekillt. Also, zwei Kendo-Sticks zerbrochen, die Natural Selection auf den Stuhl. Dann natürlich mit dem. Mit dem Einklemmen da an den Hals mit dem Stuhl. Und dann drauftreten. Also Charlotte war einfach wirklich richtig brutal, brutal drauf und war mega, mega geil. War zu dem Zeitpunkt sogar mein Match of the Night. Ja. Zu dem Zeitpunkt und war richtig, richtig, richtig geil. Also wirklich. Also dem Match Becky Lynch gegen Charlotte habe ich oder habe ich, glaube ich, erst 4,5 gegeben. Dann habe ich das Match irgendwann nochmal angeguckt, habe 4,75 gegeben. Ich glaube, Melz hat auch 4,75 gegeben, meine ich. Hier weiß ich gar nicht, was ich hier für ein Rating geben würde. Also, ich tue mich gerade ein bisschen schwer, weil 4,5 würde ich, glaube ich, auch mitgehen. 4,75 weiß ich noch nicht. Dafür ist mir das auch gerade noch relativ
frisch. Aber wie gesagt, ich habe es eigentlich nochmal vor, nochmal zu rewatchen. Und dann kann man da ein Urteil fällen. Dein Rating war 4,5. 4,5. Ja, also 4,5 habe ich so ziemlich auch gegeben. Und ja, vielleicht fand ich es, also ich würde persönlich nicht sagen, dass ich es besser fand als Becky gegen Charlotte von Evolution. Aber war trotzdem richtig geil und wie gesagt, eines der intensivsten Matches, die es gab. Und ich bin mal gespannt. Einerseits war es natürlich gut gemacht, aber die Frage ist für mich auch so, was man daraus macht. Da bin ich mal sehr gespannt, was man daraus macht. Ob da jetzt was Gutes draus wird oder gewöhnlich bei der WWE nichts Gutes wird. Man weiß nicht. Also da wird man abwarten, was bei SmackDown bzw. also bei Raw passiert. Weil theoretisch gibt es ja eigentlich kein Aufeinandertreffen mehr zwischen den beiden, weil sie ja in verschiedenen Roster sind. Aber da können wir gespannt sein. Willst du was zum Match loswerden? Nein. Dann kommen wir nun zum Main Event, bitte zu dem Zeitpunkt 5 zu 0 für Raw. Wollte ich schon mal festhalten, oder bitte 5 zu 1. Dann zum Main Event und zwar das Champion vs. Champion Raw vs. SmackDown Universal Champion Brock Lesnar gegen WWE Champion, der frisch hier geturnte Daniel Bryan. Ja. WWE 2018 Main Roster Match of the Year mit Abstand. AJ gegen Lesnar habe ich geliebt. Das war besser. Bryan ist so fucking awesome gewesen in diesem Match. Allein der Entrance schon, als er rauskam, das Yes angeteased hat, einmal Yes gechannt hat, bis die Crowd mitmacht und dann runter, die Hände wieder runtergenommen hat und so geguckt hat, ah, ihr Vollidioten. Ist dann ganz normal in den Ring runtergelaufen, hat auf Brock Lesnar gewartet, hat dann ihn so ein bisschen getauntet, hat so ein bisschen sein Dance danach gemacht und ist dann ein bisschen so vor ihm weggerannt und hat ihn ein bisschen geärgert und Brock Lesnar denkt sich dann, ja gut, mach du mal, hat dann den ersten Kick von Bryan abgefangen und hat ihm dann eine Lariat gegeben und hat ihn dann ausgenockt. Hat dann halt gemacht, was Brock Lesnar so macht, und hat ihm im ersten German Suplex erstmal auf den Kopf geworfen. Okay, dachte ich mir. Bryan war dann halt relativ durch, lag da im Eck. Paul Heyman hat die Hände vor dem Mund, kann nicht fassen, was gerade passiert ist. Denkt, Daniel Bryan wäre gerade gestorben. Und Brock Lesnar gibt keinen Fuck und denkt sich, ja, ja moin, hä? Gibt halt noch vier German Suplexen. Und dann Brock Lesnar, weil er der beste Heel aller Zeiten ist, nimmt sich dann Daniel Bryan hoch zum F5, guckt in die Kamera, sagt Good night, everybody, zeigt den F5, aber denkt sich dann, oh nö, bisschen geht noch und unterbricht das Cover. Will dann weitermachen, Daniel Bryan kriegt dann zwei, drei Kicks durch. Brock Lesnar ist jetzt ein bisschen angepisst, dass der sich immer noch wehrt, will den F5 zeigen und Daniel Bryan nimmt so halb den Referee mit. Der Ref ist down. Und Daniel Bryan, weil er so ein fucking geiler Typ ist, ja, der American Dragon ist back, tritt erstmal Brock Lesnar in die Eier und gibt ihm den Running Knee Strike zum Near Fall. Die Crowd war ab diesem Zeitpunkt komplett ausgemarkt und stand für das ganze restliche Match. Denn jetzt war der American Dragon von 2008 zurück. Der fucking badass Arschloch Daniel Bryan, Bryan Danielson war back und er hat dann Lesnar fast schon gekillt. Er hat ihn dominiert fast schon, kann man sagen. Er hat ihn mit Tritten gekillt und man hat auch einen Fußabdruck auf Brock Lesnars Backe gesehen. Das fand ich sehr geil. Hat ihn gekillt, hat ihn in Submissions genommen, hat sein Bein bearbeitet, hat ihn gegen den Ringpfosten geschmissen, hat ihm mehrere Knee Strikes vom Apron runtergegeben und Brock Lesnar kam zwischendurch immer wieder zurück, aber Bryan hat es mit seiner Schnelligkeit und mit seiner Technik immer wieder ausgeglichen und hat ihn dann halt, wie gesagt, in irgendwelche Knee Locks oder so genommen oder hat ihn dann halt gegen den Ringpfosten klatschen lassen oder ist einmal der Ringtreppe rausgewichen, wo sich dann Brock Lesnar selber gekillt hat mit und ja, das ging dann halt so eine Weile. Es gab dann, glaube ich, noch einen zweiten Running Knee Strike, der durchging zum Near Fall und dann wollte Brock Lesnar seinen F5 nochmal zeigen, aber der ging nicht durch. Er ist zusammengebrochen, weil Bryan die ganze Zeit das Knee bearbeitet hat. Und ja, dann am Ende dann
Brian hat ihn gerade in der Submission gehabt und Brock Lesnar hatte halt keinen Bock mehr, hat ihn hochgenommen, gibt ihn in den F5 und hat gewonnen. Und ich bin ausgemarkt. Es war so gefühlt im ersten Moment, dachte ich mir, okay, das ist jetzt das beste Match, was ich jemals gesehen habe. So gefühlt. Und es war einfach sowas von fucking geil. Also das Crowdwork oder allgemein das Work von beiden war so genial. Brock Lesnar ist gefühlt der beste Heel aller Zeiten. Bryan Danielson auf der anderen Seite ist absolut göttlich. Also so gut hat er das Match geworkt. Beide haben super harmoniert. Ja, im letzten Jahr gab es ja so ein, zwei Botches gegen AJ oder so. Aber dieses Jahr war das wirklich perfekt. Und Daniel Bryan sah wie der absolute Killer aus. Einfach wie ein super smarter Heel, der alles ausnutzt und einfach perfekt gegen das Monster vorgegangen ist. Und am Ende des Tages war es dann halt doch Brock Lesnar und er hat dann halt doch Daniel Bryan besiegen können. Aber beide sahen super aus und das Match war geil. Die Crowd war total steil gegangen auf das Match und das war fucking awesome. Ja. Wer hätte gedacht, dass an einem Wochenende mit NXT TakeOver die WWE es schafft, das beste Match des Wochenendes zu haben? Daniel Bryan und Brock Lesnar haben es geschafft und es war einfach absolut göttlich. Ja, dein Rating wird wahrscheinlich dann. 5 Stars. Ja, das dachte ich mir schon. Ich fand's scheiße. Nee, Quatsch. Ich muss sagen, als ich das Match auch da gesehen habe, die ersten Minuten dachte ich mir auch so: Oh, wird jetzt wirklich so ein Beatdown von Lesnar? Muss auch schon ein bisschen kaputt lachen, wo Lesnar einfach mit Suplex City oder Good Night, everybody. Ich dachte nur so: Alles klar, Brock Lesnar. Was geht denn da ab? Und ich dachte so, okay, das war's jetzt wirklich. Und dann, als er dann hochgehoben hat, dachte ich so, ja, ich glaube, das Match geht doch ein bisschen weiter. Und ich habe schon auf Twitter schon gelesen, das war auch so ähnlich beim AJ-Match auch so der Fall, wo ja auch AJ ein bisschen den Beatdown kassiert hat und jeder schon gedacht hat, was ist das für eine Scheiße und was ist das für ein Scheiß-Match. Aber ich habe mir schon gedacht, na, ich warte mal lieber, was da passieren wird. Hab aber auch natürlich die Gedanken gehabt, ah, machen die vielleicht so 2014-like, aber ich dachte mir auch so in dem Moment so, ah, eher doch nicht, irgendwie. Und letztendlich war es ja das, es war ja ein Dream-Match letztendlich, ne? Also Brock Lesnar gegen Bryan, was ja eigentlich beim SummerSlam 2014 stattfinden sollte, was ja für Brock, für Daniel Bryan ja auch ein Dream-Match war, was er seit Jahren wollte, dieses Match gegen Brock Lesnar. Er hat es jetzt gekriegt und ich finde, er hat delivered. Waren sehr, sehr starkes Match. War richtig, richtig geil. Hat mir auch Spaß gemacht zuzuschauen, weil das Match habe ich mir tatsächlich nochmal angeguckt. Weil ich irgendwie. Ich weiß nicht, ich hatte so. Also nach dem Match dachte ich so, okay, war gut. Vom Eindruck her, war okay. Aber ich habe mir es nochmal angeguckt und gerade natürlich, was dann danach passiert, habe ich natürlich dann die bessere Resonanz dann letztendlich gehabt. Und muss echt sagen, dass es wirklich sehr, sehr stark war. Also wirklich das Heelwork von Daniel Bryan, wo ich schon gedacht habe, natürlich habe ich diesen American Dragon Gedanken natürlich nicht im Kopf, weil ich ihn natürlich jetzt nicht ganz genau weiß, wie er in den Indies war. Aber ich habe schon mehrere gelesen, dass er so ein bisschen so, wie du es doch schon gesagt hast, der American Dragon war von, ja, vor seiner WWE-Zeit. Ich weiß nicht, wann genau er es ungefähr war. Oder wann das so ungefähr von der Zeit her war. Auf jeden Fall, ich habe 2,8 hast du irgendwie ungefähr gemeint. Auf jeden Fall richtig, richtig stark. Auch Brock Lesnar. Und ich finde, die haben echt super harmoniert. Es war eine super Chemie drin. Man hat einfach beiden gemerkt, dass die auch Spaß hatten bei dem Match. Irgendwoher. Obwohl ich beim allerersten, also am Anfang, als ich es live geschaut habe, beim ersten German Suplex gedacht habe. Scheiße, das hätte jetzt übel ausgehen, weil als ich Brian angeguckt habe, dachte so, hoffentlich ist jetzt keine Gehirnerschütterung oder eine Nackenverletzung oder sowas in der Art. Aber als ich gesehen, dass er ganz normal geworkt hat weiterhin, habe ich gedacht, okay, alles nochmal gut gegangen in dem Sinne. Weil man muss ja bei Brian wirklich aufpassen, wenn ich so den German Suplex von Brock Lesnar gegen, ich glaube, Sunil Singh gesehen habe, dachte ich auch so, ah, der muss jetzt nicht unbedingt sein gegen Brian. Aber war auf jeden Fall richtig, richtig stark. Was auch immer wieder auch cool war, das ist mir auch so, auch im ersten Match ein bisschen aufgefallen, aber da habe ich einfach so gedacht, ja komm, scheiß drauf, aber einfach immer wieder dieser Blick von Brian manchmal, wo er einfach, der liegt am Boden, kassiert einfach an und lacht sich einfach kaputt. Also,
So diese Töne halt. Oder wie er, wenn man in seine Kamera, also wenn man ihn auf die Kamera guckt, wie er einfach diesen Blick da drauf hat, wo man gemerkt hat, ist mir alles scheißegal, ich töte den einfach so gefühlt. In dem Sinne. Oder einfach keine Angst gezeigt. Die ganzen Mindgames war richtig, richtig geil. Sehr, sehr stark. Ja, ich hätte mich hier gefreut, wenn Brian gewonnen hätte. Das hätte es noch schöner gemacht. Aber letztendlich hat hier Lesnar gewonnen, was natürlich zu erwarten war. Ich würde auch sagen, dass es besser war als das AJ-Match. Weil es einfach einerseits länger war. Weil ich glaube, das AJ-Match ging nicht so lange, meine ich. Nur eine Viertel, so ich glaube 13, 14 Minuten ungefähr, meine ich. Bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Aber hier das Match, das war, fand ich auch meiner Meinung nach besser. Für mich auch einer der Match of the Year-Kandidaten. Und ratingmäßig weiß ich noch nicht, was es geben wird. Ob ich jetzt. Also ich bin schon so weit, dass ich 4, 3 Viertel gebe, so von der Tendenz her. Aber 5 Sterne weiß ich noch gar nicht. Aber es war auf jeden Fall, wenn ich so überblicke, 15 Minuten ging das Match, sehe ich gerade. Richtig stark. Bryan Danielson, bisher Daniel Bryan, hat wirklich gut geworkt und der Heel-Turn macht schon Lust auf mehr. Mal sehen, wie es wird. Ich habe so eher gedacht, vielleicht so eher in die Tweener-Richtung zu gehen, dass er einfach dieses Badass-Heel ist, dem er auf alles scheißt, aber jetzt nicht so auf einen, keine Ahnung, ja, ich keine Ahnung, er sagt, die Crowd war immer scheiße zu ihm, so Sachen halt, aber ich meine halt einfach, dass er wirklich so like Becky Lynch hat, der auf alles scheißt und einfach Leute wegrotzt. Deswegen ist zum Beispiel auch Becky Lynch so over. Ja, so viel zu diesem Match. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ich würde momentan 4-3 Viertel geben. Würde auch sagen, dass es vom Match-Technik her vielleicht das beste Match vom Wochenende war. Und hatten wir überhaupt mal einen Fall gehabt, wo wirklich mal ein Main-Roster-Match besser war als ein Takeover-Match? Survivor Series letztes Jahr. Ah, mit Styles gegen Lesnar. Joa. Was gab's denn bei Takeover letztes Jahr? Das weiß ich gar nicht. Ah, war nicht ja Wargames halt. Ja, Wargames, genau. Ich wollte nur wissen, was noch danach noch sonst noch gab. Ich glaube, das war nicht so krass Takeover. Ich meine auch. Sullivan gegen Ono, Black gegen Dream, das war gut. Joa. Almas gegen Drew McIntyre, das wird dir wahrscheinlich sehr gut in Erinnerung Das bleiben. war gut, ja. Ja, ich würde tatsächlich auch sagen, dass Styles gegen Lesnar besser war. Ja. Würde ich jetzt grob sagen. Also ich habe es nicht ganz im Kopf, weil, wie gesagt, schaut euch die Reviews an, dann sagen wir es. Aber jetzt so von grob her kommt das halt selten vor, dass wirklich ein Takeover-Match, also ein Takeover-Match, oder dass ein Main-Roster-Match besser ist als ein Takeover-Match. Ja. Also das beste Takeover-Match ist schlechter als das beste Main-Roster-Match, so wollte ich sagen. Also klar gibt es immer wieder Matches, wo man sagen kann, okay, das war stärker als Takeover oder andersrum, wo meistens andersrum der Fall ist. Aber es war auf jeden Fall stark und ich fand, beide Matches haben den Pay-Per-View massig aufgewertet. Also vorher, wo ich gedacht habe, okay, Blake und Murphy ist so einer, was ich gut fand, Nakamura, aber den größten Teil fand ich halt Schrott und ich habe mir gedacht, hoffentlich werden die letzten beiden Matches gut und dann wird es wenigstens ein guter Pay-Per-View. Und ich habe danach gedacht, nachdem ich ge geguckt habe, okay, war okay. Ich war so im 5er, 6er Bereich. Aber nachdem ich die letzten beiden Matches mir nochmal da Gedanken gemacht habe, gerade im Co-Main Event habe ich mir das so ein bisschen die Highlights angeguckt und im Main Event habe ich, wie gesagt, mir das nochmal rewatcht. Gerade weil das halt sehr, sehr viele sehr, sehr gut fanden. Habe ich es mir lieber nochmal angeguckt und ja, war auf jeden Fall zufrieden und ich würde mal sagen, kommen wir nun zum Fazit. Oder willst du noch was zum Match sagen? Nee. Ich fand die Show sehr gut. Für mich war es. Ich glaube, es war mein Lieblings WWE Pay-Per-View in diesem Jahr. Weil es hat mich nichts angepisst. Es gab immer. Ja, Wortwitz, wenn man dann aufs Tag Team Match kommt. Nee, aber es gab sonst immer irgendwelche, bei irgendwelchen Pay-Per-Views immer irgendwas, was scheiße war oder halt ein Match, was absoluter Rotz war. Und das hattest du ja halt nicht. Und du hattest halt hier auch mit den letzten beiden Matches,
direkt zwei Matches, die für mich zu den besten. Das eine ist Match of the Year vom Main Roster und das andere ist auf jeden Fall von Frauenseite Match of the Year und auch eines der besten WWE-Matches des Jahres. Also das war schon mal sehr geil. Ja, mit Buddy Murphy gegen Mustafa Ali hast du auch ein 4-Sterne-Plus-Match. Mit Rollins gegen Nakamura hast du ein Match, was 3/3 Viertel 4 Sterne hat. Ja, der Opener war in Ordnung, der tat mir jetzt nicht weh. Ja, war in Ordnung. Ja, AOP gegen Bar war okay, hatte halt ein shitty Finish. Und auch das Ten-Man-Tag-Team-Match Raw gegen SmackDown war in Ordnung. Ja, und wie gesagt, Rollins gegen Nakamura fand ich sehr stark. Buddy Murphy gegen Ali war awesome. Und die letzten zwei Matches waren Match of the Year-Kandidaten, beziehungsweise das eine ist Match of the Year. Und von daher war ich super zufrieden mit der Show. Ja, WrestleMania hingegen zum Beispiel, erstens ging es wesentlich länger und zweitens hatte WrestleMania zum Beispiel mehr Bullshit. Ich erinnere nur an Nicholas. Und sowas kannst du halt bei jedem Pay-Per-View rausfiltern. Und das war halt hier ein Pay-Per-View, wo dies nicht der Fall war. Und deshalb doppelten Daumen nach oben für die Show. Dafür darf ich mir jetzt wahrscheinlich wieder 5 Wochen Scheiß Raw angucken. Ja, dein Rating? 9 von 10. Okay. Ich muss sagen, war auch ein guter Pay-Per-View. Wie gesagt, nach der Live-Revival so bei 5 bis 6 Punkten. Hat sich natürlich ein bisschen gebessert, dadurch, dass ich halt die letzten beiden Matches nochmal angeguckt habe und nochmal über viele Sachen nochmal nachgedacht habe und viele Sachen nicht so ganz so schlimm fand, wie ich es letztlich im ersten Moment gedacht habe. Deswegen finde ich immer ganz gut, wenn ich die Live-Review mal manchmal auch angucke oder auch mal gemacht habe, damit ich einfach direkt so meine ersten Gedanken sage und der Podcaster ein bisschen im Abstand dann nochmal, nachdem er ein bisschen drüber nachgedacht hat, mal was erzählen kann. Und ich fand auch, die Services war gut. Der Opener, naja, war jetzt nicht so berauschend. Das IC-Title-Match war gut. Tag Team Match war Schrott. Cruiserweight Match war gut. Das Survivor Series Match war, okay. Also eher im schwächeren Bereich fand ich. Also ich fand es nicht so gut. Das Raw Women's Match war gut. Oder sehr gut. Und das Main Event war auch sehr stark. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wie gesagt, zwei Matches, die auf jeden Fall in die Kategorie Match of the Year reinkommen werden. Das kann man schon mal ein bisschen festhalten, würde ich mal sagen. wie gesagt, gebt auch euer Rating ab zu den jeweiligen Matches. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr gewisse Matches fandet. Wie gesagt, ich fand es für sich persönlich interessant, wie ich zum Beispiel es am Anfang fand, so nach dem Pay-Per-View und jetzt nach knapp, ja, 15, 16 Stunden später. Und ja, es war auf jeden Fall. Gerade der Main Event war brillant. Der war richtig geil. Und ich habe natürlich auch mal wieder so ein Voting gemacht, wo ich auch erstmal ein bisschen interessant fand, was da so für ein Rating war. Denn 3% fanden es sehr gut, 32% fanden es gut, 26% fanden es okay und 39% fanden es schwach. Wo man schon direkt den Eindruck hatte, dass viele dem Pay-Per-View gar nicht gefallen haben. Wo ich vielleicht sogar sagen würde, ist es vielleicht sogar stilabhängig. Schwierig so zu beurteilen. Ich habe auch natürlich in der Live-Review eine Abstimmung gemacht. Die will ich euch natürlich auch mal gerade mal Ja. erwähnen. Und zwar, ja, 66% waren es sehr schwach und 33% fanden es schwach. Sehr interessant. Und bei Cage Match können wir auch mal gerade nachgucken. Ja, da ist es so im 7er Bereich. Also, ich würde wahrscheinlich eine 8 geben. Eine 8 von 10. Dafür fand ich halt die Tag Team Matches halt überhaupt nicht gut. Also, alle Tag Team Matches waren einfach schwach. Und die haben halt teilweise halt größtenteils der Show genommen. Wie gesagt, 24 Minuten, 20 Minuten und dann auch mal 10 Minuten. Das ist halt über eine Stunde halt. Und die Stunde fand ich halt nicht gut. Deswegen würde ich eine 8 von 10 geben. Und für mich persönlich wäre es kein Pay-Per-View, war für mich einer der besseren Pay-Per-Views auf jeden Fall. Aber ich fand persönlich den Rumble noch besser. Der war für mich noch gut. Aber auf jeden Fall kann man so festhalten, sowohl für dich als auch für mich war es ein geiles Wrestling-Wochenende. Definitiv. Also das freut mich auch wieder mal, dass wir so
auch mal wieder so eine Zeit haben, dass wir wirklich nach einem Takeover auch mal einen guten Pay-Per-View haben. Das hatte ich jetzt, hat man jetzt nicht oft gehabt. Bitte, ich fand persönlich dieses Jahr eigentlich fast immer hatten wir das. Weil ich Ja, fand, Rumble war. wollte gerade sagen, das war dieses Jahr eigentlich immer so. Die Ja, weil Big Four Rumble waren war dieses Jahr gut. alle gut. Rumble war gut, WrestleMania war gut, SummerSlam war gut und Survivor Series war gut. Ich weiß nicht, was im Mai war. Da gab es ja Chicago. Ich weiß nicht, wo die Show da stattfand. Oh, das war, glaube ich, Rotze. Das war doch Battleground oder Extreme Rules oder sowas. Warte mal, ich guck mal gerade. NXT Takeover. Ich glaube, Extreme Rules. Ich guck mal nach. Juni stand. Money in the Bank? Money in the Bank. Was war denn bei Money in the Bank nochmal? Brian gegen Big Cass. Bobby Lashley besiegt Sami Zayn. Seth Rollins besiegt Elias. Alexa Bliss gewinnt den Money in the Bank Koffer. Roman Reigns gegen Jinder Mahal. Carmella gegen Asuka. AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura im Last Man Standing Match. Rousey gegen Nia Jax. Und Braun Strowman gewinnt den Money in the Bank Koffer. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich auch langsam. Ich weiß gar nicht, was ich dem Pay-Per-View da gegeben habe. Ich muss mal gucken. Dann könnte ich eventuell sagen, es war ja das komplette Jahr gut. Muss mal gerade nachgucken. Oh, wenn sich die Datei mal schneller laden würden, dann wäre mal super. Ah. Ich habe Money in the Bank. Oh, eine 7 von 10 gegeben. War doch nicht so schlecht. Ja, habe Also ich auch jetzt. so in Erinnerung. Ja, auf jeden Fall. Also, Rumble habe ich 8,5 gegeben. WrestleMania auch eine 8. Ja. NXT Takeover habe ich. Money in the Bank habe ich 7 gegeben. Und wie gesagt, Survivor Series würde ich auch eine 8 von 10 geben. Und ich denke mal, das ist ein gutes Rating, finde ich. Und wie gesagt, nach Takeover haben die Pay-Per-Views auf jeden Fall dieses Jahr delivered. Das wollte ich auch, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, weil es die letzten Jahre eigentlich nicht der Fall war, dass WrestleMania eigentlich delivered hat. Nach Takeover. Ja. Deswegen gucken wir mal, wie nächstes Jahr oder nächstes Monat TLC wird. Vielleicht wird es noch ein schöner runder Pay-Per-View zum Abschluss. Und dann, wie gesagt. Ich glaube, ich setze zu viel Hoffnung, oder? Ja, ich glaube, das lassen wir lieber. Aber auf jeden Fall können wir natürlich wieder sagen, wir werden wieder die Year On Awards machen. Das haben wir zumindest wieder vor. Nach TLC, nach dem Pay-Per-View, werden wir dann, werde ich das Video wieder raushauen, wo wir dann wieder die Abstimmung dann veröffentlicht werden. Und dann habt ihr natürlich eine gewisse Zeit. Ich denke wieder bis Heiligabend. Und dann werden wir dann ganz normal die Year On Awards aufnehmen, die natürlich vom Aufwand her der aufwendigste Podcast ist, wenn man die ganzen Effekte und Animationen sieht. Aber das mache ich natürlich einmal im Jahr sehr gerne, obwohl, ja, Podcast macht man ja sehr gerne und werden dann ja unseren persönlichen Jahresrückblick in dem Sinne haben von der WWE her. Darauf freue ich mich schon. Obwohl wir dann langsam mal die ganzen Kategorien zusammensuchen müssen. Aber das kriegen wir, denke ich, mal hin. Ja, willst du noch was abschließend loswerden? Nein. Gut, dann schreibt natürlich eure Meinung gerne in die Kommentare zum Pay-Per-View des Survival Series. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao. Ciao.